Brenner, 2:2 am Ende heute in Graz. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, emotional, viel Hingabe, Gott sei Dank mit Fans, also wirklich ein schönes Gefühl wieder vor vollen Rängen zu spielen. Unsere haben uns halt wirklich sehr stark unterstützt. Ja, großes Lob an mein Team, an wie sie da nach Rückständen zurückgekommen sind. So unglaubliche Willensleistung mit dem Spiel am Donnerstag im Gepäck. Ist alles andere als einfach. Dazwischen wieder ein neuer Tormann debütiert. Ja, eine andere wieder krank geworden. Also sie machen es wirklich großartig aktuell. Wie schaut jetzt die Ausgangsposition aus für die letzten beiden Spiele im Grunddurchgang? Ja, relativ einfach. Ich denke, wir sollten 6 Punkte machen, dann sind wir sicher oben. Kevin, 2:2 am Ende in Graz. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich glaube, es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben gewusst, dass die Grazer sehr heimstark sind. Das haben sie oft genug bewiesen in dem Jahr. Aber wir wollten die gute Leistung vom Donnerstag fortsetzen, die Aggressivität mitnehmen. Haben wir gut gemacht, glaube ich. Ich glaube, dass wir uns vor allem das erste Gegentor schießen wir uns quasi selber. Das zweite, weiß ich nicht, was da genau war, aber ist natürlich auch bitter, wenn wir da aus dem Nix eigentlich dann wieder in Rückstand gehen, obwohl wir, glaube ich, vor allem nach dem 1-1 sehr gut drinnen waren. Zweite Halbzeit auch Gas geben und ich glaube, dass wir am Ende mit dem Punkt belohnt worden sind, weil wir einfach bis zum Schluss gefightet haben. Das war dein erstes Spiel wieder in der Startformation und hast dich gleich mit einem Tor belohnt. Nimm uns ganz kurz mit, wie hast du das Tor erlebt? Ja, also ist für mich persönlich schon eine Zeit her, dass ich mein letztes Pflichtspieltor gemacht habe. Und dass ich vor unseren Fans da in der Kurve dann nur feiern habe dürfen, war umso schöner. Also ich glaube, die Emotionen, die waren richtig geil und war ein richtig geiles Feeling da zu den Fans zum Laufen. Und natürlich für mich persönlich eine super Sache, dass ich jetzt für Rapid mein erstes Tor gemacht habe. Kein so unwichtiges, sage ich mal, kann nur viel wert sein. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr über das Tor, aber auch, dass wir zumindest nur einen Punkt jetzt mitgenommen haben. Robert, 2:2 am Ende heute in Graz. Wie schaut deine Analyse zum Spiel aus? Ja, ich glaube, dass wir sehr gut in die Partie reinkommen sind. Haben dann, glaube ich, gleich in der 5. Minute ein Tor bekommen, wo wir ja ein wenig Pech hatten. Und ja, dann haben wir die erste Halbzeit komplett kontrolliert, sind gut zurückgekommen mit dem Tor von Manu. Und ja, dann die zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir auch gut gespielt. Waren wieder mit einem 2-1 hinten, haben wieder, glaube ich, mentale Stärke gezeigt. Und ich glaube, das hat uns heute ausgezeichnet, dass wir immer zurückkommen sind und trotzdem spielen wollten und unsere Aktionen hatten.